Wenn Annalena Baerbock in der Öffentlichkeit spricht, hat man immer ein merkwürdiges Gefühl einer gewissen Unwirklichkeit, als ob ein Avatar da sprechen würde, etwas aus künstlicher Intelligenz Erschaffenes. Aber es ist ja Baerbock höchstpersönlich. Aber sie wirkt schlicht und ergreifend entrückt, als ob sie mit ihrem eigenen Ich in ihrer eigenen Fantasie debattieren würde. Und so sind auch ihre Auftritte in der Öffentlichkeit. Die sind immer irgendwie unwirklich, unecht, sie passen irgendwie nicht. Zum Beispiel dieses völlig Auftreten mit dem Trikot der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Frankfurt. Oder diese Fotos, wenn sie da barfuß in Fidschi rumläuft oder irgendwelche Missionsstationen in Afrika besucht. Sie spricht, als ob da irgendwie ein Roboter auftreten würde. Aber es ist nicht nur das. Auch andere Akte des Auswärtigen Amtes unter ihrer Führung, sie ist ja unsere großartige Bundesauslandsministerin, ja, die sind auch so. Nun auch dieser groteske Witz gegen Donald Trump und was wirklich niemand irgendwie gutiert. Also alle Leute denken sich ja, was ist das, was da das Auswärtige Amt von sich gibt? Das haben Sie vielleicht gesehen, aber ich lese erst kurz vor. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, das deutsche Energiesystem ist voll funktionsfähig. Das ist in Richtung Donald Trump, denn es ging auch um die Energiewende sozusagen bei dieser Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Ja, und der hat eben Donald Trump auch sich auf Deutschland bezogen, das sei eine Katastrophe etc. etc. Eben die ganze Energiewende. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, das deutsche Energiesystem ist voll funktionsfähig mit mehr als 50% erneuerbaren Energien. Und wir schalten Kohle- und Atomkraftwerke ab. Nicht zu. Spätestens 2038 wird die Kohle vom Netz sein. Und dann eben, das ist, lese ich alles vor aus dem Handelsblatt, also kein rechtsradikales Medium. Als besondere Pointe fügte das Auswärtige Amt hinzu, wir essen auch keine Hunde und Katzen. Auf eine Anspielung darauf, dass Trump in der Debatte Einwanderer beschuldigte, die Haustiere von US-Bürgern zu verspeisen. Also das sollte eigentlich ein Witz sein wahrscheinlich. So hat sich das Auswärtige Amt das so gedacht. Aber das ging natürlich total nach hinten los. Alle Leute haben nur noch den Kopf geschüttelt, auch linke Leute. Die haben gesagt, also so kann man doch nicht als Auswärtiges Amt, als Außenministerium eben sich äußern, ja, und so einwirken in einen Wahlkampf. Und so zum Beispiel der ehemalige Botschafter der Vereinigten Staaten in Deutschland, allerdings ein Anhänger von Donald Trump, ein Republikaner, aber der ist entsetzt. Also sagt, also so geht das nicht. Die eklatante Wahlbeeinflussung durch die deutsche Regierung ist schlimmer als die russische und die iranische. Das kann man vielleicht als etwas übertrieben, weil das ist natürlich so ein Wahlkampf und Donald Trump wettert gerne gegen Deutschland. Aber im Grunde hat er in der Sache recht. Das heißt, es ist unmöglich, dass das Auswärtige Amt, was ja diplomatisch sein soll, ja, sich eben so über einen ehemaligen Präsidenten des Landes, also der Vereinigten Staaten, äußert und der jetzt außerdem noch kämpft, um wieder gewählt zu werden. Ich meine, das kann das Auswärtige Amt. Das sind gewisse Instinkte fehlen dort, ja. Und das ist genau das, was man spürt, auch wenn Frau Annalena Baerbock in der Öffentlichkeit spricht oder auftritt und so. Da fehlen gewisse Instinkte, da macht sie Dinge, die irgendwie komisch sind, ja, die nicht passen, insbesondere für jemanden, der ja eigentlich sehr diplomatisch sein sollte. Ist sie aber leider nicht. Und er sagte, also dieser Grenell, dieser ehemalige Botschafter in Deutschland, wir sehen das deutlich und werden entsprechend reagieren. Ja, also, und das ist nicht die einzige Stimme aus den Vereinigten Staaten, dass der Handelsblatt auch andere Leute hier zitiert, also zum Beispiel eine Frau Emma Ashford, die immer laut Handelsblatt sehr zurückhaltend kommentiert und so weiter, aber sie sagt, ja, das geht einfach nicht, ja, vielleicht bin ich altmodisch, schrieb Ashford, aber es scheint mit mir diplomatisches Fehlverhalten zu sein, womit sie natürlich völlig recht hat, ja, also das kann man wegen einer SPD Bundestagsabgeordnete sagen, ein Parteimann oder sowas, aber nicht das Auswärtige Amt, was ja immer eben darauf aus ist oder sein sollte, in gute Beziehung. Und ich meine, Donald Trump könnte ja gewählt werden, dann ist das der nächste Präsident der Vereinigten Staaten und da muss man mit ihm auskommen, egal was man von ihm hält. Wenn sich das Außenministerium eines Landes in die knappe Wahl seines Sicherheitsgaranten einmischt. Und dann schließlich, das Auswärtige Amt verteidigte den Tweet auf Nachfrage des Handelsblatt. Man wolle nicht die Wahl in den USA beeinflussen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Ich meine, das eine ist natürlich diese Geschichte über die Energiewende, aber dieser Witz, der kommt wirklich
unglaublich schlecht an, und zwar bei allen Leuten. Alle sagen, das kann doch nicht das Auswärtige sagen. Oder zum Beispiel hier ein Herr Thorsten Herbst, das ist der ist von der FDP, der sagt, wenn das State Department, also das Außenministerium der Vereinigten Staaten, einen solchen Tweet zum Auftreten deutscher Spitzenpolitiker im Wahlkampf posten würde, kann ich mir vorstellen, welch empörte Diskussion daraufhin bei uns stattfindet. Der deutschen Diplomatie fehlt mit Blick auf den US-Wahlkampf offenbar jedes Gespür. Ja, oder zum Beispiel hier Herr Jochen Bittner von der Zeit, also ich meine von einer Zeitung, die ja eigentlich auf der Seite von der Ampelkoalition ist, der sagt auch, also das geht nicht. Also im Ernst, deutsche Diplomatie, also das ist, ich übersetze das immer so, weil die natürlich, das ist alles aus Twitter, aus X vorgelesen, und das Konto des Auswärtigen Amtes heißt German Diplo. Wenn Sie meinen, Sie müssten einen ausländischen Wahlkampf kommentieren, dann sollten Sie auf keinen Fall mit dem deutschen Energiesystem prahlen. Die Leute könnten zu dem Schluss kommen, dass es ihnen nicht nur an Stil mangelt, sondern eben, ja, weil das ist ja natürlich so katastrophal ist mit den Preisen und so weiter. Man muss ja nur die ganzen Probleme der Wirtschaft anschauen und so weiter. Und nun gerade das teilt eben das Auswärtige Amt den US-Amerikanern, wo die Energiepreisen, ich glaube, mindestens die Hälfte billiger sind. Also das Ganze ist wirklich schon grotesk auch, ja. Aber dann außerdem noch mit diesem grotesken Witz, ja, dass die Haitianer da Haustiere essen. Das ist zwar grotesk eigentlich, was er gesagt hat, Donald Trump, ja, und Kamala Harris hat da auch gelacht, und das war eine gute Reaktion von dieser Frau, ja, aber ich meine, man kann darüber nicht Witze machen, jedenfalls nicht das Auswärtige Amt. Und hier gibt es auch der Herr Johann Badefuhl, das ist ein CDUler, aber der merkt, wie peinlich das Ganze ist für Deutschland, und sagt, ich werde das jetzt schnell übersetzen, das ist auf Englisch alles, also die haben alle auf Englisch getweetet, weil die wollten den US-Amerikanern sagen, also ich will nichts damit zu tun haben, ich distanziere mich von unserer Außenministerin. Ich bin gegen diese Art der Kommunikation. Es ist nicht die Aufgabe des Auswärtigen Amtes, sich derart in den US-amerikanischen Wahlkampf einzumischen. Das heißt, jeder hat das so gespürt. Dennoch sagt das Auswärtige Amt, nö, wir wollen uns überhaupt nicht einmischen. Und zu dem Thema, angesichts der hohen Energiekosten in Deutschland wäre ich bescheidener. Ja? Also die ganze Reaktion von A bis Z war eben völlig negativ. Aber das Problematische, was wir haben, ist mit einer Außenministerin, die das, ich glaube, gar nicht kapiert. Also sie findet das wahrscheinlich witzig, ja. Sie ist der Auffassung, ja, das muss man sagen, weil Donald Trump ist eben ein ganz böser Mensch, ja. Annalena Baerbock ist völlig eingemauert in ihrer grünen Ideologie, und er sieht die gesamte Welt eben nur aus ihrer grünen Perspektive heraus. Und dann sagt sie, oh ja, ich bin moralisch völlig über den Dingen, und deshalb kann ich mich auch so über Donald Trump äußern. Dass das den US-Amerikanern überhaupt nicht gefällt, ja, wahrscheinlich auch die ganzen Wähler der Demokratischen Partei, die Wähler von Kamala Harris, die finden das sicherlich nicht witzig, ja, dass das Auswärtige Amt, das Außenministerium Deutschlands, sich so eben äußert über die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Aber das sind Dimensionen, die für Annalena Baerbock einfach, ja, nicht erreichbar sind. Also sie kapiert das einfach nicht, ja. Denn für sie existiert nur diese grüne Ideologie, die sie in dieser Art und Weise, dieser avatarmäßigen Art und Weise eben wiedergibt an die Öffentlichkeit. Ja, und deshalb wirkt das eben alles so unglaublich unpersönlich, unwirklich und so weiter. Das heißt, man hat tatsächlich den Eindruck, dass es irgendwie, ja, es ist alles vorgelesen aus Wikipedia-Artikeln, was sie von sich gibt. Und dann denkt sie, aha, so ein Witz ist natürlich auch super, das kann ich gut wiedergeben. Und die ganzen US-amerikanischen Wähler werden lachen, ja, denn sowieso sind ja alle für Kamala Harris, ja, weil wie kann man denn für Donald Trump überhaupt sein? Also für sie ist das ja nicht vorstellbar, dass irgendjemand in den Vereinigten Staaten auf der Seite von Donald Trump ist. Das passt einfach nicht in ihre Ideologie und eben in ihre Weltanschauung. Und so entstehen bei ihr eben solche völlig grotesken Sprüche. Ja, man könnte das noch weiter ausführen. Man sehe ja bloß eigentlich die ganzen Intervention von ihr zum Beispiel im Mittleren Osten. Also kein Mensch dort versteht, was sie eigentlich machen will. Ich glaube, sie ist schon ungefähr 11 oder 12 Mal nach Israel geflogen seit dem
seit der Hamas-Geschichte im Oktober. Und kein Mensch will sie da noch sprechen. Die Leute wissen, was will diese Dame hier eigentlich bei uns? Und wenn sie dann ans Mikrofon geht, sagt sie Dinge, die eigentlich im Grunde genommen völlig banal sind. Ja, das ist leider unsere Außenministerin. Das ist einfach, ja, das sind die Politiker, die uns gerade regieren. Ja, das ist eigentlich ein Sinnbild eigentlich für den ganzen Zustand dieser Ampelkoalition, also der völligen Realitätsverweigerung.